Mir ist eine große Freude, Alex Demirovic begrüßen zu dürfen und ihn auch kurz vorstellen zu können. Bei Alex Demirovic handelt es sich um eine Person, die zwischen Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie unterwegs ist, viele Arbeiten zur kritischen Theorie vorgelegt hat. Nach einem Studium in Frankfurt hat er 1979, glaube ich, bei Alfred Schmidt in Frankfurt promoviert. Er hat an verschiedenen Forschungsinstituten gearbeitet, hatte ein Habilitationsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Habilitation erfolgte dann 1992 im Fach Politikwissenschaft mit einer Arbeit, in der es um eine wissenschaftsgeschichtliche Aufarbeitung der kritischen Theorie ging. Ich will es vielleicht bei diesen wenigen Worten belassen. Ich will auf einige seiner Arbeiten noch hinweisen. Jenseits der Ästhetik zur diskursiven Ordnung der marxistischen Ästhetik, Demokratie, ökologische Demokratie, Demokratievorstellungen und Konzepte der neuen sozialen Bewegungen, dann zusammen mit Ulrich Rödel und Günter Frankenberg Wandel des Demokratieverständnisses. Diese wenigen Titel mögen vorerst genügen. Er hat sehr viele Aufsätze auch geschrieben. Herr Demirovic, Sie haben das Wort. Ja, ich danke Ihnen sehr für die Vorstellung. Darf ich Sie bitten, mir noch ein Wasser zu geben? Ich danke sehr für die Vorstellung und die Einladung, die ich mit ein bisschen schlechtem Gewissen angenommen habe, weil ich mich eigentlich gar nicht so wirklich kompetent fühle, über Heinz Maus zu sprechen. Aber ich will trotzdem ein paar Überlegungen dazu anstellen. Ich bitte Sie auch um Geduld. Das Manuskript ist, also der Text, den ich geschrieben habe, ist viel zu lange, also ein kürzliches, ja, und nehme nur einen Teil. Dadurch fallen auch manche Gesichtspunkte möglicherweise ganz unglücklich raus. Also Heinz Maus gehört zu jenen Personen und Wissenschaftlern, die eine Herausforderung für die kritische Theorie darstellen. Über all die Jahre, in denen er während des Nationalsozialismus in Deutschland gelebt und studiert hat, fühlte er sich der kritischen Theorie inhaltlich und persönlich verbunden. Er hielt, soweit es möglich war, brieflich Kontakt mit Max Horkheimer. Vieles von seinem Denken war der kritischen Theorie verpflichtet. Für 4 Jahre, von 1951 bis 1955, arbeitete er an dem nach Frankfurt zurückgekehrten Institut für Sozialforschung. Für die Umsetzung der Ziele Horkheimers und Adornos in der Bundesrepublik eine philosophisch orientierte Soziologie aufzubauen, war Heinz Maus ein ausgesprochen guter Mitarbeiter. Denn nicht nur teilte er diese Ziele mit seinem Interesse an der Soziologie, er kannte zudem viele der relevanten Soziologen aus der Zeit während des Nationalsozialismus und unmittelbar danach und konnte entsprechend Horkheimer sicherlich eine Vielzahl von intimen Einblicken in das Milieu geben. Immerhin war er ja Doktorand bei der Leipziger Schule, also Freier, Gehlen, kannte Schelsky, also war sozusagen wirklich intim mit den, wenn man so will, bewegungsnationalistischen, nationalsozialistischen Soziologen. In der Institutionalisierung, das will ich hier nur ganz kurz andeuten, der Soziologie hat Heinz Maus meiner Meinung nach dann auch wirklich eine wichtige Rolle gespielt, gerade aufgrund dieser intimen Kenntnisse der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und seiner guten Kontakte zu Leopold von Wiese als dem langjährigen Vorsitzenden. Das heißt, er hatte einen relativ guten Einblick in die Institutionalisierungsbemühungen, denn man muss ja sehen, dass die dass die Soziologie zu diesem historischen Zeitpunkt kein berufsqualifizierendes Fach an deutschen Universitäten war. Also die Soziologie als ein Fach mit einem qualifizierenden Abschluss, dem Diplom, wurde ja zunächst mal in Frankfurt installiert und maßgeblich an der Ausarbeitung der Konzepte, und das ist ja, man muss das ja nüchtern sagen, Konzepte heißt Studienordnungen schreiben, also ein Curriculum festlegen, Kanon definieren, was ist Soziologie, was muss gelesen werden. Daran war Maus ganz wesentlich beteiligt und hat es auch mit dem Interesse, also
mit Bauchschmerzen gemacht, weil ihm ja selber klar war, dass eine Disziplin zu schaffen, heißt eben ein Wissen auch zu disziplinieren. Er war sich dieser Doppeldeutigkeit dieses Wortes, Disziplin, dieses Begriffs wirklich sehr bewusst und hat es auch in Memoranden an Adorno ausdrücklich so festgehalten. Nach dieser Zeit, 1955, hat es eine nennenswerte Kooperation zwischen dem Institut und Maus, soweit ich es beurteilen kann, also nach diesem Weggang nicht mehr weiter gegeben, also Briefwechsel ja, aber keine nennenswerte Kooperation. Wissenschaftlich hat sich Maus offensichtlich im theoretischen Koordinatensystem der älteren kritischen Theorie bewegt. Damit meine ich das Projekt einer Aufklärung, der es um die vernünftige Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse geht. Ich zitiere Maus, sie ist gegen den Henker, auch wenn er sich fortgeschrittener Methoden bedient. Sie will nichts verklären, es kommt ihr wirklich aufs Glück der Individuen in einer befreiten Gesellschaft an. Es wäre das Ende des Schreckens, den Menschen sich selbst antun. Zitat Ende. Für die Gesellschaftstheorie, für die Maus argumentiert, spielt die Theorie von Marx, die Maus kritisch von Diamat und dem Marxismus als Weltanschauung abgrenzt, eine wesentliche Rolle. Ihm ging es, das betont er in einer Reihe von Briefen immer wieder, um ein Projekt, was er lange verfolgt hat, nämlich die Integration von Soziologie und Marxismus. Ich will Ihnen das ganz kurz aus einer Stelle vorlesen. Das meine ich ein bisschen mit Geduld haben. Ich muss das manchmal so nachschlagen. Also da schreibt der Horkheimer aus, Entschuldigung. Nein, das ist ein Brief an Leopold von Wiese von 1949. Also bevor er nach Ost-Berlin gegangen ist. Ich bin also in die Lage gekommen, genau das zu unternehmen, beziehungsweise er ist ja schon in Ost-Berlin. Ich bin also in die Lage gekommen, genau das zu unternehmen, nämlich beides, worauf es mir, wie Sie wissen, seit langem ankommt, nämlich beides zusammenzubringen, Marxismus und Soziologie. Vermutlich auf dem Weg über die Soziografie. Das ist sozusagen das Projekt, was er in Anspruch nimmt, über mehrere Jahre zu verfolgen. Ich glaube, dass es dafür ein Motiv gibt von beiden Richtungen her. Er reagiert ja damit auf eine sehr scharfe Kritik von Lukács auf die Soziologie als eine bürgerliche Disziplin. Und er selber nimmt das auf, diese Überlegung von Lukács, und fordert für die Diskussion auf dem Soziologentagen, dass die deutsche Soziologie über den Nationalsozialismus reden soll. Leopold von Wiese hat als Vorsitzender gesagt, der Nationalsozialismus sei ein Metaphysikum, daran könne man wissenschaftlich nicht rühren, und spricht deswegen von einem Versagen der Soziologie hinsichtlich dieser sozialen Vorgänge und nimmt sozusagen diese Kritik von Lukács auf und sie betont in vielen seiner Texte immer wieder, dass die Soziologie eine Ordnungsfunktion habe, ja, also im ganz Wesentlichen eine Ordnungsfunktion, und dass sie der Abwehr des Marxismus diene. Auf der anderen Seite hat er das Problem, dass der Marxismus selbst aus seiner Sicht, wie er das dann auch insbesondere in Ost-Berlin in den knapp zwei Jahren, in denen er dort war, beobachten konnte, eben selber ganz starr und dogmatisiert ist, ja, und von daher ihn das selber wiederum dann auch so abschreckt, ja, dass er im Prinzip die Vorstellung hat, der Marxismus muss die Soziologie und die weiterentwickelten theoretischen und empirischen Instrumente der Soziologie integrieren, um sich auch dann von dort aus überhaupt zeitgemäß weiterentwickeln zu können. Es geht nicht, so schreibt er, um eine Art von Marx-Epigonik, sondern um die gesellschaftliche Theorie, die freilich von seinen Einsichten zehrt, aber sich nicht dabei genügen
lassen kann. Zum Dogmatiker, so sagt er weiter, wolle er nicht absinken. Kritik ist an Marx, wie erst recht an den Marxisten zu legen, und nenne er sich Lukács. Also eine durchaus ganz kritische Perspektive, die sozusagen beides zur wechselseitigen Korrektur zusammenführen will. Die Soziologie wurde von Maus, so verstehe ich das, geschichtsphilosophisch gedeutet als eine besondere Art und Weise, wie das Bürgertum versucht, sich im Prinzip irrationalen Verhältnisse zu rationalisieren und zu beherrschen. Die Schwäche dieses Ansatzes ist bei Maus aber auch deutlich festzustellen, denn letztlich geht es um eine reflektierte Durcharbeitung des Kanons der Soziologie als eine Art Geistesgeschichte. Dies schließt ein, die Texte der Tradition zugänglich zu machen, in der sich so etwas wie Soziologie als ein Fach kristallisieren konnte. Zu einer ausgeführten Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, also auch im Sinne dieses Anspruchs, den ich angesprochen habe, ist es jedoch nicht gekommen, die Gesellschaftsformation als einen sich ständig revolutionierenden Organismus in den Blick bekommt. Maus war also eine der vielen Personen, die zeitweise zum engeren Umfeld der älteren kritischen Theorie gehörten und die doch selten genannt werden, wenn von der kritischen Theorie als einer besonderen Theorie oder gar Schule gesprochen wird. Sicherlich war er einer der ersten, die kritische Theorie in der Provinz betrieben und dazu beigetragen haben, die kritische Theorie tief an den Hochschulen und in der bundesdeutschen Gesellschaft zu verankern. Doch kommt das in den externen und internen Wahrnehmungen der kritischen Theorie nicht vor und spielt auch für ihre Bestimmung keine Rolle. Das könnte Gegenstand einer wissenschaftshistorischen Forschung sein, die nicht nur darüber Aufschluss gibt, wie eine Theorie, die von einem kleinen Kreis marxistischer Intellektueller vor allem im Exil ausgearbeitet wurde, sobald nach dem Nationalsozialismus und der Vertreibung und Vernichtung der Vertreter eines radikalen, gesellschaftsverändernden Denkens wieder Fuß fassen konnte, sondern auch, wie sie sich verbreitet, reproduziert und verändert hat. Die Theorie hat einen Zeitkern, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Diesem Begriff wird viel nachgesonnen, doch lässt er sich gar nicht verstehen, wenn nicht sein materialistischer Gehalt verstanden wird, wie er von Horkheimer immer wieder angesprochen wurde. Und was Horkheimer anspricht, das ist, was diese Generation von marxistischen Intellektuellen beschäftigt hat, dass die Vernunft die Existenz eines natürlichen Subjekts braucht. Das Subjekt muss leben, es muss überleben und es muss für die Vernunft und die Wahrheit der Theorie auch eintreten. Wenn es niemand tut, ist es so, wie wenn es sie nicht gäbe. Das heißt, eine elementare Erfahrung, die für die Rückkehr dann entscheidend wurde aus dem Exil, nämlich wie kann man Individuen Mut machen, die Fähigkeit zu entwickeln und den Mut zu haben, für diese Wahrheiten der Veränderung der Gesellschaft dann auch einzustehen. Ich will Ihnen da auch kurz ein Zitat Okay, das kann man hier in dem Zusammenhang lassen. Die Theorie ist aus dem Verständnis der älteren kritischen Theorie eine Praxis. Wahrscheinlich sind alle, die sich einmal mit kritischer Theorie näher befasst haben, auch der Frage nachgegangen, und in dem Papier, was hier mir in der Mappe gegeben wurde, wird das auch genauso angesprochen. Also da renne ich, glaube ich, jetzt sowieso in manchen Punkten auch offene Türen ein. Auch der Frage nachgegangen, was die kritische Theorie definiere. Das wird dann wichtig, wenn man über kritische Theorie schreibt, denn sofort stellt sich einem selbst die Frage oder die Fragen werden an einen herangetragen, jedenfalls in Frankfurt lange Zeit, ist man legitimiert über die kritische Theorie und gar in ihrem Namen zu schreiben. Sofort wird man mit dem Gesichtspunkt konfrontiert sein, da das, was man schreibt, entweder aus der Innen- oder der Außensicht formuliert wird, also eine durchaus problematische Alternative. Und je nach Standpunkt ist dies ein Einwand oder eine positive Bewertung. Wenn man, was ich ja selber mehrfach getan habe und auch gerade dabei bin zu tun,
Deswegen ist es ein Problem, was mich sozusagen ganz praktisch beschäftigt. Die Theorie als Praxis ist selber ein ganz praktisches Problem. Wenn man Bücher über die kritische Theorie herausgibt, muss man immer Entscheidungen treffen, wen man da eigentlich dazu zählen will. Ja? Und dann kommt man sofort auf die Frage, aber das ist ja auch, wenn man eine Konferenz zu dem Thema macht, wen zählt man dazu und wen lädt man ein und dazu beizutragen und so weiter. Sind also nicht ganz bestimmte Autoren gar nicht zur kritischen Theorie zu zählen? Gehört das, was einige schreiben, gar nicht in das Problemfeld der kritischen Theorie? Sind nicht Thesen, die geäußert werden, ganz unverträglich mit der Theorie? Aber was ist dann diese Theorie? Wodurch zeichnet sie sich aus, um eine Zugehörigkeit festzustellen? Bleiben die Definitionsmerkmale im Zeitverlauf überhaupt stabil? Wer hat das Recht, darüber zu entscheiden? Ist es nicht so, dass einige Autoren der kritischen Theorie sehr nahe sind, auch wenn sie sich auf sie gar nicht beziehen und unter den konkreten gesellschaftlichen Umständen eine vergleichbare kritische Rolle innehaben? Wenn man zum Beispiel an Michel Foucault denkt, der sagt, hätte ich die Bücher der kritischen Theorie gelesen, hätte ich nie meine eigenen geschrieben. Gut also, dass ich Adorno und Horkheimer nicht gelesen habe. Um die Frage der Zugehörigkeit zur kritischen Theorie gibt es also Auseinandersetzungen und darum, was kritische Theorie selbst ist. Also das ist selbst kein eindeutig politikneutral, wissenschaftlich definierbarer Begriff und es wäre auch gar nicht im Sinne des Verständnisses der älteren kritischen Theorie, insbesondere Horkheimers, zu denken, man könnte das logisch, begrifflich definieren. Es ist eben eine soziale Praxis, kritische Theorie zu bestimmen. Es wäre jetzt wiederum eine eigene wissenschaftssoziologische Studie wert, wie diese Auseinandersetzungen um kritische Theorie geführt werden. Eine Form ist die Art der Geschichtsschreibung. Häufig wird eine Entwicklung der kritischen Theorie nach dem Schema der Generationenfolge behauptet. Das war auch ein bisschen in diesem kleinen Einleitungstext so. Zweite Generation. Es wird unterschieden zwischen der ersten Generation, derjenigen, die das Institut für Sozialforschung gegründet haben und dann gezwungen waren, ins Exil zu gehen, der zweiten Generation, der ersten Schüler, allen voran Jürgen Habermas, und schließlich eine dritte Generation, dann nach der Aussage des früheren Frankfurter Universitätspräsidenten ist das vor allem Axel Honneth. Bleiben wir bei diesem Schema, dann lässt eine empirische Überprüfung erkennen, dass es ziemlich ungenau ist. Heinz Maus, Peter von Haselberg, Karl Korn oder die von den Nazis ermordete Liesel Paxmann oder Hans Meyer repräsentieren die zweite Generation, die zu Beginn der 30er Jahre die Lehrveranstaltung von Horkheimer oder Adorno besucht und während des Exils oder nach seiner Rückkehr nach Frankfurt am Institut für Sozialforschung gearbeitet haben. Dann folgte die dritte Generation derjenigen, die Anfang der 1950er Jahre Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung waren oder hier studierten, also Friedeburg, Habermas, Schweppenhäuser, Tiedemann. Dann kam schon sehr schnell eine nächste, vierte akademische Generation. Kurt Lenk, der ja unter uns hier ist, ja, Oskar Negt, Alfred Schmidt, Heinz Brakemeier, Manfred Techner oder Jürgen Seifert, der Assistent von Arkadi Gurland wurde. Gerhard Brandt und Jürgen Ritzert und weitere wie Regine Becker-Schmidt, Michael Schumann oder Michael Fester wären dann genau genommen schon die fünfte Generation, denn sie waren eben auch schon Schüler und Mitarbeiter von Ludwig von Friedeburg oder Jürgen Habermas. Das gilt dann aber auch für Albrecht Wellmer, Ulrich Oevermann oder Klaus Offe oder für Joachim Bergmann, der ebenso wie vor ihm Kurt Lenk am Institut für Sozialforschung studiert hatte und an der Marburger Universität arbeitete. Wenn wir der Logik des Generationenmodells folgen, dann gibt es nun weitere Schülergenerationen. Horkheimer und Adorno hatten ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre in Frankfurt Schüler wie Elisabeth Lenk, Herbert Schnelbach, Werner Becker, Rudolf zur Lippe, Hans-Jürgen Krahl, Heide Schlüppmann, Detlef Clausen, Günter Mensching und so weiter, viele andere. Doch diese nun schon sechste Generation ist nicht so eindeutig zuzuordnen, denn es handelt sich gleichzeitig auch um Schüler von Jürgen Habermas, Alfred Schmidt oder Oskar Negt.
Obwohl sich zeitlich sehr eng berührend, entsteht in den frühen 1970er Jahren eine siebte Generation von jüngeren Soziologinnen und Soziologen, die unter der Leitung von Gerhard Brandt und mit Friedeburgs Unterstützung aus der Distanz seiner Funktion als hessischer Kultusminister sehr autonom arbeitete und neue Wege der empirischen Forschung ging. Einige der genannten in den verschiedenen Generationen lösen sich mehr oder weniger von der älteren kritischen Theorie ab, also Werner Becker zum Beispiel, der dann Philosophie in Gießen gelehrt hat. Manche distanzieren sich vollständig und gelten aus interner Sicht durchaus als Renegaten. Andere, wie Joachim Hirsch oder der vor wenigen Tagen verstorbene Heinz Steinert, kommen in Frankfurt neu hinzu und bilden eigene Zusammenhänge, in denen ausführlich im Sinne der kritischen Theorie und zu ihren Themen gearbeitet wird, erhalten aber dafür gar nicht die Anerkennung der Familienzugehörigkeit. An anderen Hochschulen gibt es diejenigen, die schon seit den 50er Jahren an den Themen der kritischen Theorie Interesse haben und in diesem Sinne arbeiten. Margarete von Brentano, Jakob Taubes, Peter Schondi, Karns-Jürgen Lieber, Wolf und Frigga Haug, dann Wolf-Dieter Nahr. In einem durchaus akademisch üblichen Prozess gelangen viele, die von der kritischen Theorie in Frankfurt kommen, auf Professuren an anderen Hochschulen. Es bilden sich also lokale Zentren, insbesondere dann mit der Hochschulreform der 60er Jahre gibt es einen richtigen Boom, dann also in Frankfurt selbst, in Marburg, Hannover, Kassel, Oldenburg oder Konstanz. Überall dort entstehen eigene Mikrokosmen und verankern die kritische Theorie tief in der bundesdeutschen Wissenschaftslandschaft. Was zeigen alle diese Namen? Die kritische Theorie verliert sich in ihren genealogischen Verzweigungen. Es ist kaum möglich, alle diese verschiedenen Wissenschaftlerinnen in eine Art generationelle Folge zu bringen. Es handelt sich um Pseudowissen. Und allenfalls ist interessant, warum die Geschichte einer Theorie als Familienroman oder Schule geschrieben wird, wie Heinz Steiner das formuliert. Lässt sich so die berechtigte Frage von Detlef Clausen Theorie und Kritik vererben? Ist diese Art blutsverwandtschaftlicher Blick auf Theoriegeschichte nicht irritierend? Doch dieser Versuch hat weitreichende wissenschaftliche Folgen, denn mit einer Genealogie ist eng die Frage nach der Legitimität der Zugehörigkeit, also nach dem Verwandtschaftsgrad, verbunden. Da gibt es die Kernfamilie, die Erbberechtigten, die schwarzen Schafe, die weiteren Verwandten und Angeheirateten, die illegitim. Es kommt zwangsläufig zu Streitigkeiten darüber, wer legitimer Erbe ist und wer im Namen der Erbengemeinschaft spricht und entscheidet. Alles das ist real der Fall. Also ich mache keine Witze, ja. Das ist schlimm genug. Dieses Modell ist praktisch, weil es die Identifikation und die administrative Festlegung einer Identität erleichtert, ohne dass es um Inhalte gehen muss. So kann auch von außen, von der Seite des Staates mitgeredet werden. Denn wenn der Präsident der Frankfurter Universität von der dritten Generation der kritischen Theorie spricht, und namentlich Axel Honnert, ich habe schon erwähnt, als Leiter des Instituts für Sozialforschung nennt, definiert er aus der administrativen Sicht des Hochschulleiters, wer das Erbe weiterträgt. Ein erfolgreiches Label, was die Universität Frankfurt systematisch vermarktet. Das Magazin Cicero hat im Jahr 2006 unter dem Titel »Vergesst Habermas, Cicero stellt Deutschlands neue Denker vor« auch Rainer Forst aufs Schild gehoben. Die Gemeinheit verbirgt sich hinter der bloßen Feststellung. Denn Axel Honneth und Martin Seel finden als Forsts Kollegen kurz Erwähnung. Und dann heißt es weiter über Rainer Forst: Sollte überhaupt jemand in Fußstapfen von Großdenker Habermas treten können, so wird er es wieder von Frankfurt aus tun. Zitat Ende. Gleichsam nebenbei wird damit Rainer Forst an Axel Honneth vorbei. Forst war Assistent von Honneth, ja, zum Nachfolger von Jürgen Habermas und damit als Vertreter der nächsten Generation der kritischen Theorie inauguriert. Er wäre dann eben dritte Generation. Mit dem Generationenmodell wird eine akademische Genealogie hergestellt, die die tiefgreifenden Veränderungen im Verständnis der kritischen Theorie selbst verstellt. Um solche Veränderungen festhalten zu können, ist es erforderlich, kritische Theorie zu definieren. Dies legt nahe, dass es kein übergreifendes Merkmal zur Bestimmung der kritischen Theorie geben kann.
Doch verhält es sich nicht ganz so aporetisch. Denn zwar wird die Theorie so verstanden, dass die gesellschaftliche Entwicklung bis ins Innerste ihrer Begriffe hineinreicht. Doch dies wiederum soll ermöglichen, in der Reflexion auf diese Begriffe zu erkennen, in welcher Weise sich die bürgerliche Gesellschaftsformation verändert hat. Die Bedeutungsschichten und die mit diesen Begriffen verbundenen Widersprüche indizieren also den Stand der gesellschaftlichen Entwicklung, weil sie selbst historische Begriffe sind, also Begriffe, in denen wir sozial praktisch handeln. Dies gilt für jeden Begriff, mit dem wir unsere Welt begreifen: Natur, Gesellschaft, Theorie, Geschichte, Subjekt, Klasse oder Kapitalismus. Dies ist auch schon eine entscheidende Differenz zwischen traditioneller und kritischer Theorie. Es wird der Subjektivismus abgelehnt, wonach solche Begriffe allein von Fachwissenschaften im Rahmen der Arbeitsteilung in der Form von Hypothesen und abstrakten Begriffen gebildet werden. Diese Begriffe sind Momente einer umfassenden Praxis, in der die Menschen unter den Bedingungen von Ausbeutung und Herrschaft sich die natürliche und soziale Welt erschließen. Die gegenständliche Welt, die Sinne, mit der wir sie wahrnehmen, und die Konzepte, mit der wir sie begreifen, bilden eine Einheit, weil sie aus Arbeit vieler Generationen hervorgegangen sind. Das Zusammenwirken, ich zitiere Horkheimer, das Zusammenwirken der Menschen in der Gesellschaft ist die Existenzweise ihrer Vernunft. So wenden sie ihre Kräfte an und bestätigen ihr Wesen. Zitat Ende. Theorie selbst ändert ihren historischen Status, weil die bürgerliche Klasse nicht in allen Phasen ihrer Herrschaft das Interesse hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen oder in gleicher Weise zu begreifen. Die Vernunft soll nicht auf ein Verständnis des Ganzen zielen. Horkheimer ist deswegen skeptisch gegenüber dem Leerlauf des Universitätsbetriebs und nichtssagendem Scharfsinn. Der kritischen Theorie gehe es nicht darum, dass etwas besser funktioniere. Ihr Ziel ist der vernünftige Zustand. Horkheimer bestimmt sie, die kritische Theorie, als ein Verhalten, das die Gesellschaft und ihre Einrichtung selbst zum Gegenstand hat und deswegen den inneren Zusammenhang der Kategorien mit den gesellschaftlichen Prozessen erkennt und deswegen dazu beitragen kann, die in der Wirklichkeit vorhandene Vernunft auch weiter durchzusetzen. In der traditionellen Wissenschaft gibt es den Fachgelehrten, der als Wissenschaftler die gesellschaftliche Realität mit ihren Produkten für äußerlich ansieht und zusätzlich als Staatsbürger sein Interesse politisch wahrnimmt. Demgegenüber wolle das kritische Denken über den Gegensatz zwischen der im Individuum angelegten Spontanität und Vernünftigkeit auf der einen und einem Arbeitsprozess auf der anderen Seite hinaus gelangen, der durch begrenzte betriebswirtschaftliche Rationalität und Ausbeutung bestimmt ist. Kritische Theorie sei, so Horkheimer, ein Moment einer auf neue gesellschaftliche Form abzielende Praxis. Mit neuen gesellschaftlichen Formen meinen Horkheimer und Adorno, dass die Ökonomie, dass die Notwendigkeit der materiellen Selbsterhaltung, dass der Materialismus des Reichs der Notwendigkeit, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung und von körperlicher und geistiger Arbeit als eine gesellschaftliche Form überwunden werden müssten. Dies soll das Reich der Freiheit, die Verwirklichung der Vernunft, der Spontanität und des Glücks aller, die versöhnte Menschheit ermöglichen. Theorie selbst habe, so Adorno, etwas Archaisches, weil sie eben nicht mehr mit emanzipatorischer Praxis verbunden sei. Sie könne in dieser Gegenwart nur eine Flaschenpost sein und einer besseren Zukunft vorgreifen. Dies verlangt auch, den zentralen Emanzipationsbegriff, den der Vernunft selbst, zu durchdenken. Denn Horkheimer und Adorno sind überzeugt davon, dass die Tradition des kritischen Denkens in den autoritären Staat münden wird, wenn die Vernunft sich nicht kritisch auf sich selbst besinnt, also darauf reflektiert, wie im Namen der Aufklärung emanzipatorischem Denken und Handeln die Spitze gebrochen wurde. Also sowohl in der Verkürzung der Ansprüche der Vernunft auf Positivismus oder auf die Weltanschauung des dialektischen Materialismus, beides autoritäre Religion. Und weil wir ja hier
wegen Heinz Maus zusammenkommen, lese ich eine kleine Stelle vor aus seiner Abrechnung mit seiner Erfahrung in Ost-Berlin. Ja, das unter dem Stichwort Kodifizierung des Schreckens, also in diesem Band hier von Michael Kreven und Gerd van de Mutter herausgegeben. Also, pardon. Wo ist diese? Der hohe Priester, der Eglise-Positivist, also Comte, wird von Stalin, dem größten Wissenschaftler aller Zeiten, von den anderen Superlativen schweigen wir, übertroffen. Stalins Politik, die den wissenschaftlichen Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung zu folgen behauptet, vernichtet das Leben von Abermillionen. Geschichte wird zur Anwendung von Leitsätzen, die dem falsifizierten Geschichtsabriss der stalinistischen Bürokratie entnommen werden. Das Ziel der vernünftigen Einrichtung der Menschheit wurde weder von Horkheimer noch von Adorno aufgegeben, auch wenn beide nach der Rückkehr aus dem Exil in das postfaschistische Deutschland theoriepolitisch sehr vorsichtig agierten. Doch ihre internen Äußerungen sind deutlich genug. In einer längeren Diskussion im März 1956 versuchen Adorno und Horkheimer, sich über eine Reihe von Gesichtspunkten ihrer Position zu verständigen. Das haben sie immer zugemacht, aber das ist, finde ich, sind ein paar sehr pointierte und sehr klare Stellen. Gegenüber einer beschleunigten Geschichte, die in das Unheil der Menschheit münden würde, helfe nur die Einführung des Sozialismus. Und deswegen halten sie auch die Gründung einer sozialistischen Partei und Adorno gar ein streng leninistisches Manifest für notwendig. Sehen aber die Schwierigkeit, wer der Adressat sein sollte. Horkheimer hält die Russen für halbe Faschisten und die europäisch-amerikanische Zivilisation für das Höchste, was die Geschichte bis jetzt hervorgebracht habe. Aber dann sagt er auch, Zitat, mit den russischen Funktionären hat man nichts gemeinsam, aber sie stellen der westlichen Kultur gegenüber das höhere Recht dar. Es ist die Schuld des Westens, dass die russische Revolution so gelaufen ist. Zitat Ende. In einer anderen Phase der Diskussion wird dieses Problem von ihm noch einmal aufgegriffen. Zitat, das ist alles im März 1956. Wir müssen darüber Rechenschaft ablegen, worüber Picasso schweigen kann. Eigentlich muss aus unserer Stellung klar werden, warum man Kommunist sein kann und die Russen verachten. Zitat Ende. Jahre später, im März 1969, also wenige Monate vor seinem Tod, versucht Adorno in einem sehr kurzen Text das Selbstverständnis der kritischen Theorie zu erläutern. In der These 6 heißt es, dass in der kritischen Theorie der Marxismus, ohne dass er aufgeweicht würde, sich selbst reflektieren muss. Die Objektivität der Wahrheit und die Vernunft seien ihr verbindlich. Allerdings sei dieser reflektierte Marxismus dem Positivismus gegenüber unversöhnlich, denn dieser sei eine beschränkte Gestalt der Vernunft. Die kritische Theorie sei motiviert von einem veränderten Vernunftbegriff. Dies bedeutet seit der Dialektik der Aufklärung, dass die kritische Theorie antitotalitär ist, also kritisch gegenüber einer Vernunftkonzeption, die dahin geht, die Gesellschaft als in sich stimmiges System einzurichten, in dem alles mit allem logisch und notwendig zusammenhängt. Pluralität, so hatte Adorno Dahrendorf auf dem Soziologentag 1968 in Frankfurt entgegengehalten, sei noch nicht existent, vielmehr sei darauf hinzuarbeiten, dass so etwas wie Pluralität, eine Assoziation freier einzelner Menschen, einmal möglich sei. Ich denke, mit diesen kurzen und wirklich holzschnittartigen Bemerkungen werden zentrale Gesichtspunkte deutlich, wofür das Projekt der älteren kritischen Theorie stand. Sie war der Versuch, der Theorie von Marx eine neue Dimension zu gewinnen. Die Reflexivität auf ihre eigene Wirksamkeit, eine Erklärung, warum im Namen der Aufklärung eine totalitäre Vergesellschaftung möglich wurde, eine Kritik am Hegel-Marxismus, der dazu beitrug, dem System, der Totalität, dem Allgemeinen den Vorrang vor dem Besonderen zu geben, eine globale Perspektive auf eine versöhnte Menschheit freier Individuen.
Diese Emanzipation und Versöhnung wurde nach der Zurückweisung des Entfremdungsparadigmas durch Adorno auch nicht bewusstseinsphilosophisch gedacht als die Herstellung einer allen immerzu transparenten Gesellschaft, sondern materiell als Überwindung solcher Verhältnisse, unter denen die einen anstrengend körperlich arbeiten, arm und ohnmächtig sind, sie wenig zu essen haben und ihnen die kulturellen Möglichkeiten versperrt sind, und die anderen das Privileg der Bildung, der Planung und Entscheidung des Reichtums und Wohlstands für sich beanspruchen. Die Theorie war nicht aporetisch, nicht düster und hoffnungslos. Auch dafür gibt es einen schönen Beleg in einem Brief von Horkheimer an Maus, der deswegen ja passt, weil es sich auf die Schopenhauer-Buch von Maus bezieht. Und dann, ne, also der ja pessimistisch genug ist. Ihre echt dialektische Ansicht von Schopenhauer, der Nachweis des Umschlags von metaphysischem Pessimismus in soziale Apologetik, hat mich besonders beeindruckt. Und dann immer wieder die Forderung, dass man aufhören müsse, in schlechten, zweiwertigen Relationen zu denken, sondern dialektisch eben dreiwertig, ja, also sich nicht vor falsche Alternativen stellen lassen. Horkheimer und Adorno waren ausgesprochen skeptisch, ob es nicht düster und hoffnungslos, vielmehr versuchte sie, den historischen Stand und die Möglichkeiten der Emanzipation geschichtsphilosophisch auszuloten. Dabei hatten sie die Einschätzung, dass mit den Mitteln der Theorie wenig zu erreichen war, dass aber die Praxis ebenfalls verstellt sei. Horkheimer und Adorno waren ausgesprochen skeptisch, ob es innerhalb der marxistischen Tradition andere Autoren geben würde, die diese gegenüber der eigenen Tradition so kritischen Überlegungen teilen würden. Das hat sie auf Distanz gehen lassen zu vielen anderen. Allerdings haben sie selbst die kritische Theorie nicht als einen Eigennamen verstanden. Mittlerweile ist vieles davon aufgegriffen und verallgemeinert worden. Die Geste der Vertreter der kritischen Theorie, dass sich in ihnen und am Institut eine besondere kritische Erfahrung bündelt und als Theorie verdichtet, als Flaschenpost adressatenlos der zukünftigen Geschichte überantwortet werden müsste, war richtig und doch irreführend. Denn sie hat nahegelegt, dass nur in dieser einen geschichtsphilosophischen Linie noch über Emanzipation nachgedacht werden könnte. Aber das konnte bedeuten und bedeutete lange Zeit, nur die Theorie und ihre Forschungsfragen zu reproduzieren und noch einmal verfeinert durchzubuchstabieren oder sich aus dem Kontext der älteren kritischen Theorie und dann negativ, also ja oftmals auch renegattenhaft, abzulösen. Es gibt keine interne Fortsetzung und nicht zuletzt, weil die Konstruktion des Familienromans diese Möglichkeit doch nahelegt, ist diese Art Familiengeschichte in Generationen falsch. Dies macht Adorno eben selbst drastisch deutlich, wenn er schreibt, dass sich in der kritischen Theorie der Marxismus kritisch reflektiert. Die kritische Theorie ist ein Supplement. In dieser Reflexion selbst verändert sie den Marxismus, der nicht mehr bleiben kann, was er war. Die Theorie wird umfassender, das Projekt der Emanzipation wird radikaler, denn alle Begriffe, jedes soziale Verhältnis, jede individuelle Regung werden kritisch darauf geprüft, wie weit sie zum Verhängnis der Herrschaft beitragen. Es handelt sich um Kontinuität, aber die Maßstäbe für die Analyse und Kritik der Gesellschaft werden strenger. Es kann deswegen so weit kommen, dass der Marxismus sich selbst in dieses Supplement zurückzuziehen scheint, weil der Name Marxismus selbst so sehr kontaminiert ist mit der konformistischen Erwartung, eine Weltanschauung und Macht zu sein, so sehr unter dem Bann der Verbrechen steht, die in seinem Namen begangen wurden. Doch das Supplement usurpiert nicht, und das ist das, was meiner Meinung nach Horkheimer und Adorno gemacht haben, usurpiert nicht die Theorie von Marx, also sie haben verhindert, dass es zu dieser Usurpation kommt, will ich sagen, es usurpiert nicht die Theorie von Marx, die kritische Theorie ist kein Postmarxismus, sondern hält daran fest, dass die Gesellschaft antagonistisch ist und die Möglichkeit, Freiheit zu verwirklichen, größer wird. Vielen Dank.